Wir sind am frühen Morgen in der Dunkelheit beisammen, um Ostern zu feiern. Anders als sonst, ohne die Gemeinschaft der Getauften und doch in der großen Gemeinschaft aller Getauften weltweit. Es ist doch Ostern. Das Dunkel, das uns zu dieser Stunde noch umgibt, wird erhellt vom Licht der Auferstehung. In das Dunkel des Todes, in die seelischen und wirtschaftlichen Notlagen der Menschen, in die Ungewissheit fällt Licht. Wir dürfen hoffen. Wir dürfen auch dieses Jahr die österliche Freude miteinander teilen. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast durch Jesus Christus allen, die an dich glauben, das Licht deiner Herrlichkeit geschenkt. Segne dieses Feuer, das die Nacht erhellt. Und entflamme in uns die Sehnsucht nach dir, dem unvergänglichen Licht, damit wir mit reinem Herzen zum ewigen Osterfest gelangen. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Jesus Christus, gestern und heute, Anfang und Ende, Alpha und Omega, dein ist die Zeit und die Ewigkeit. Dein ist die Macht und die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Durch deine Wunden, Zeichen der Freiheit, die du uns erwirbt hast, behüte und bewahre uns in deinem Licht. Gott, unser Schöpfer, aus der dunklen Nacht, in der wir umherirren, bitten wir dich, heilige und segne diese Osterkerze. Christus ist auferstanden vom Tod. Er ist wahrhaft auferstanden. Sein Licht vertreibe das Dunkel in den Herzen. Lumen Christi, Deo gratias. Lumen Christi, Deo gratias. Lumen Christi, Deo gratias. Frohlocke dir Chöre der Engel, frohlocke dir himmlischen Scharen, lasset die Posaune erschallen. Preise den Sieger, den erhabenen König. Lob singe, du Erde, überstrahlt vom Glanz aus der Höhe, Licht des großen Königs umleuchte dich. Siehe, geschwunden ist aller Orten das Dunkel. Auch du, freu dich, Mutterkirche, umkleidet von Licht und herrlichem Glanze, töne wie der heilige Halle, töne von des Volkes mächtigem Jubel. O wahrhaft selige Nacht, so bitten wir dich, o Gott,
geweiht zum Ruhm deines Namens, leuchte die Kerze fort, um in dieser Nacht das Dunkel zu vertreiben. Nimm sie als lieblich duftendes Opfer, vermähle ihr Licht mit den Lichtern am Himmel. Sie leuchte, bis der Morgenstern erscheint, jener wahre Morgenstern, der in Ewigkeit nicht untergeht. Dein Sohn, unser Herr Jesus Christus, der von den Toten erstand, der den Menschen erstrahlt im österlichen Licht, der lebt und herrscht in Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen, als die Israeliten sahen, dass die Ägypter ihnen nachrückten, erschraken sie sehr und schrien zum Herrn. Da sprach der Herr zu Mose: Was schreist du zu mir? Sag den Israeliten, sie sollen aufbrechen. Und du heb deinen Stab hoch, streck deine Hand über das Meer und spalte es, damit die Israeliten auf trockenem Boden in das Meer hineinziehen können. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, O Herr. Nach dem Sabbat kamen in der Morgendämmerung des ersten Tages der Woche Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich erstand ein gewaltiges Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wächter begannen vor Angst zu zittern und fielen wie tot zu Boden. Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er lag. Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen: Er ist von den Toten auferstanden. Er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Ich habe es euch gesagt. Sogleich verließen sie das Grab und eilten voll Furcht und großer Freude zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Plötzlich kam ihnen Jesus entgegen und sagte: Seid gegrüßt! Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen, und dort werden sie mich sehen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Dann sei Gott dem Herrn, Halleluja, Halleluja. Surrexit Dominus Vere, Halleluja, Halleluja. Surrexit Christus Hodie, Halleluja, Halleluja. Surrexit Dominus Vere, Halleluja, Halleluja.
Resurrex et Christus hodie. Alleluia, Alleluia.